Senegal, 25, legte bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes am gestrigen Dienstag einen funkelnden Auftritt hin. In einer halbtransparenten Traumrobe des italienischen Modeschöpfers Roberto Cavalli, 77, besuchte sie die Premiere des neuen Kinostreifens, Solo, A Star Wars Story. Elegant schmiegte sich das buddenlange Kleid mit eingenähter Korsage an den Körper der 25-Jährigen und betonte durch einen hohen Schlitz an der Vorderseite ihre trainierten Beine. Dennoch lag der Blickfang auf etwas anderem. Hier finden Sie festliche Abendkleider für einen funkelnden Auftritt. Die glamouröse Robe war über und über mit Diamanten und Perlen versehen, die sich zu einem aufregenden Muster zusammenfügten. Dazu kombinierte das deutsche Model spitze Stiletto-Pumps in Metallic Silber sowie große Hängerohrringe mit zahlreichen Diamanttropfen. Mehr Accessoires brauchte der Look nicht. Auch das Make-up der 25-Jährigen fiel eher dezent aus, angesagte Bronzetöne betonten ihre Augen, auf den Lippen lag natürliches Nude. Ihre blonden Haare hatte Garn offen hinter die Ohren frisiert.